Frank Hanebut war frisch aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war der unangefochtene König des Steintorviertels in Hannover. Hanebut hatte über mehrere Tochtergesellschaften den Großteil der Tanzclubs und Bordelle am Steintor in seinem Besitz. Er konnte nach der Jahrtausendwende auch einen Aufstieg in der normalen Gesellschaft verzeichnen. Grund dafür war, dass er Ruhe in das umkämpfte Steintorviertel brachte. Dadurch zollten ihm viele Personen Respekt. Frank Hanebut war an der unangefochtenen Spitze der Hells Angels und des Rotlichts. Hanebut hatte seine Karriere in der Rockerszene einst bei den Bones MC angefangen. Der Bones MC galt damals als der mächtigste Rockerclub in Deutschland. Die Hells Angels waren zu der damaligen Zeit noch ein ziemlich kleiner Club. Der Unterschied zwischen den beiden Clubs war jedoch, dass die Hells Angels internationale Verbindungen hatten. Denn die Hells Angels stammten ursprünglich aus Amerika und sie expandierten weltweit. Hanebut wurde damals ziemlich schnell zu dem Präsidenten des Bones MC. Er war auch ein starker Befürworter davon, dass sich der Bones MC den Hells Angels anschließen sollte. In 1999 war es dann soweit. Der Bones MC patchte zu den Hells Angels über, was die Hells Angels zu dem mächtigsten Club in Deutschland machte. Hanebut war an der Spitze und es schien so, als wäre er unantastbar. Über ein Dutzend Spezialeinheitskräfte der GSG 9 stürmten das Anwesen von Frank Hanebut. Grund dafür war eine Aussage eines Kronzeugen. Dieser behauptete, dass Frank Hanebut der Auftraggeber hinter einem Mord war. Dabei ging es um eine Milieugröße, die als verschwunden galt. Die Ermittler hatten damals keine Anhaltspunkte, wer die Täter hinter diesem Verbrechen waren. Es gab einige Gerüchte, dass die Hells Angels dahinter steckten. Nach der Aussage des Kronzeugen mussten die Behörden handeln, doch es kam anders, wie erwartet. Der Kronzeuge stellte sich als nicht glaubwürdig heraus. Er hatte schon vor einiger Zeit bei einem anderen Fall gelogen. Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt schrieb sogar eine Warnung aus, dass dieser Kronzeuge nicht glaubhaft ist. Im April 2013 wurden dann die Ermittlungen gegen Frank Hanebut in diesem Fall eingestellt, aufgrund mangels an hinreichenden Tatverdachts. Im Juni 2012 beschloss der Niedersächsische Landtag einstimmig ein Verbotsverfahren gegen die Hells Angels zu überprüfen. Hanebut hatte sich wohl kurz darauf dazu entschieden, sein Hells Angels Charter aufzulösen, bevor ein mögliches rechtskräftiges Verbot ausgesprochen wird. Das einstige Image rund um Frank Hanebut bröckelte. Hanebut hatte sich dazu entschieden, seinen Wohnsitz nach Mallorca zu verlegen. Am 23. Juli 2013 klickten dann die Handschellen auf Mallorca. Hanebut soll wohl die Hells Angels Spain ins Leben gerufen haben. Die Anklagepunkte gegen ihn und mutmaßliche Mittäter waren damals Bildung einer kriminellen Vereinigung, Förderung illegaler Prostitution, Drogenhandel und Geldwäsche. Hanebut wurde direkt in eine vierwöchige Einzelhaft gesteckt. Danach wurde er nach Madrid überstellt. Er wurde dann ein weiteres Mal im Dezember 2013 verlegt. Hanebut kam in einen Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses in Südspanien. Es kam dann am 22. Juni 2015 zu einem Haftprüfungstermin. Hanebut hätte dabei wieder auf freien Fuß kommen können. Der Richter hatte sich aber dazu entschieden, Hanebut hinter Gitter zu lassen. Er ging davon aus, dass die Gefahr bestehen würde, dass die Zeugen eingeschüchtert werden würden. Die U-Haft kann in Spanien bis zu 4 Jahre andauern. Hanebut wurde 2 Jahre nach seiner Verhaftung im Juli 2015 gegen eine Kaution von 60.000 Euro entlassen. Hanebut kehrte im Juni 2018 mit der Eröffnung einer neuen Bar nach Hannover zurück. Im Februar 2019 erhob die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen Hanebut und 45 weitere Personen. Der Prozess hat am 9. Januar 2023 begonnen und damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Ich möchte dabei anmerken, dass die Unschuldsvermutung gilt. Jetzt werfen wir einen Blick darauf, was die spanische Justiz den Rockern auf Mallorca genau vorwirft. Es bestehen insgesamt fast 300 Jahre an Haftanforderungen für die 46 Angeklagten. Hanebut drohte bei einer Verurteilung bis zu 13 Jahre. Die Ermittler halten Hanebut für den Kopf der Bande. Sie stützten sich dabei auf viele Stunden von abgehörten Telefongesprächen. Hanebut soll wohl die Leitung des Taggeschäfts in die Hände von 2 Brüdern gegeben haben, wie die Mallorca-Zeitung berichtet. Laut den Ermittlern sollen die Hells Angels auch noch Frauen in die Prostitution gezwungen haben. Im Mai 2013 zeigten 3 tschechische Frauen bei der Polizei auf der Insel an, dass sie von Bergamo nach Mallorca gebracht worden seien, unter dem Versprechen, als Hostessen arbeiten zu können. Dabei
handelte es sich um falsche Versprechungen. Auch der Drogenhandel soll eine Rolle in der Verhandlung spielen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Rauschgiftgeschäft auch eine Rolle als Einnahmequelle spielte. Die Mitglieder sollen wohl Kontakte in die Niederlande pflegen, wodurch es ermöglicht wurde, das Rauschgift auf die Insel zu importieren. Frank Hanebutt bestritt von Beginn an die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Sein Verteidiger sagte in einem Statement folgendes: "Die Anklage ist dünn und trägt die Vorwürfe aus meiner Sicht nicht. Meiner Auffassung nach stehen die Chancen für einen Freispruch gut. Die Zeit wird zeigen, was genau an den Vorwürfen dran ist. Der beste Weg, um meine Arbeit hier auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und lasst mir gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren da. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten."